Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Tiet. Ich bin der Betreiber des wunderschönen Aktienscreeners mit dem Namen Aktienfinder.net mit wunderschönen interaktiven Grafiken und mehr. Bei mir geht es ums langfristige Investieren in Aktien, damit man langfristig von steigenden Kursen und Dividenden profitiert. Das ist wenigstens das erklärte Ziel. Und es bleibt auch das erklärte Ziel, wenn es an der Börse mal gerade ruppig zugeht. Und ruppig ging es auch für 3M zu in den letzten Tagen. Die Aktie hat vom Hoch knapp 30% abgegeben, habe ich gerade nachgemessen. Und da ist dann immer die Frage, ja, ist die Aktie jetzt ein Schnäppchen oder wann soll ich sie kaufen? Und dieser Frage gehen wir jetzt mal nach und wir versuchen jetzt einfach mal einen Durchmarsch zu machen, von vorne bis hinten. Das heißt, wir gucken uns erstmal die Aktie an, ob sie für ein langfristiges Investment in Frage kommt, gehen dann weiter zum Jahresbericht bzw. zum letzten Quartalsbericht. Das heißt, wir wollen gucken, was ist jetzt eigentlich passiert, warum ist die Aktie nochmal gefallen, hat sich denn was Wesentliches geändert, schauen uns dann die Bewertung an und gehen dann sogar noch ein bisschen zur Charttechnik über, um dann nochmal einen zusätzlichen Eindruck zu bekommen, wie der Markt gerade mit der Aktie 3M umspringt. Wenn das gefallen findet, dann können wir das auch gerne mal noch für andere Aktien machen. Vielleicht werde ich auch noch eine Umfrage noch reinstellen, welche Aktien das sein könnten. Kam mir gerade so relativ spontan der Gedanke. Dann würde ich aber sagen, wir fangen einfach jetzt mal an mit 3M. Und die erste Frage ist jetzt erstmal, ist 3M für ein langfristiges Investment geeignet? Es wird schon sicherlich die ein oder andere Meinung zu dem Thema geben. 3M ist ja jetzt nicht gerade die unbekannte Aktie bzw. ein unbekanntes Unternehmen. Aber lassen wir das trotzdem mal kurz machen. Auf was ist da zu achten? Natürlich auf die langfristige Entwicklung von Gewinnen und Cashflows. Und man kann jetzt erstmal ohne Kennzahlen einfach schon sehen, dass es von links unten nach rechts oben geht. Das heißt, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Es gibt immer mal wieder kleine Schwankungen, das sind wir ja aber auch gewohnt von Unternehmen. Die Tendenz ist aber eindeutig positiv und wir haben auch steigende Dividenden und die sind ja auch gedeckt, sowohl vom Gewinn als auch vom Free Cashflow, auch wenn es hier beim Free Cashflow mal kurz ein bisschen nach unten geht. Hier habe ich noch kleine Korrekturen selbst gemacht, die haben mit der Steuerreform zu tun in den USA. Da habe ich ja nochmal bei den Gewinnen was draufgerechnet, damit die ganzen finanziellen Verzerrungen im Rahmen bleiben. Das sind die Daten pro Aktie. Die sehen also langfristig gesehen positiv aus. Wir haben ja seit 1999, das sollte schon mal reichen, um einen langfristigen Eindruck zu bekommen. Prognosen sind auch positiv. Wir könnten noch den Zoom abstellen, noch weiter rausgehen, aber ich glaube, das ist jetzt erstmal nicht nötig. Wir haben hier dann die Umsatzseite. Das heißt, auf Unternehmensebene sehen wir zum einen die Umsätze, die ebenfalls steigend sind. Und wir sehen die Margen, die das sind, was ich mag, nämlich stabil. Hier ein kleiner Ausreißer nach unten, soll aber bald wieder ausgebügelt sein. Und damit geben wir uns mal zufrieden. Von der Geschichte aus oder von der Sicht aus grafisch sieht es gut aus. Wenn wir uns die Kennzahlen angucken, dann relativiert sich das ein bisschen. Und zwar, wenn wir hier die Zuwachsraten anschauen vom Cashflow und vom Umsatz, dann sind die doch sehr niedrig. Also es geht stabil aufwärts. Das sieht man an den Kennzahlen hier, der Stabilität. Aber es geht doch relativ langsam aufwärts, was operativen Cashflow und Umsatz angeht. Und das ist dann doch etwas ein Wermutstropfen. Bleibt also erstmal festzuhalten, die Bäume wachsen nicht in den Himmel für 3M, aber sie wachsen. Das könnte ein durchaus interessantes Investment sein. Dann ist der Kurs aber ganz schön gefallen. Das werden wir jetzt auch gleich noch sehen. Und deshalb gucken wir uns mal den Quartalsbericht an, den letzten. Der ist vor ein paar Tagen erst veröffentlicht worden. Das halte ich immer für so eine Art Best Practice, dass man sich dann auch nochmal das letzte Originaldokument anschaut. Das machen wir jetzt. Und das ist hier. Es ist nicht ganz das Originaldokument, beziehungsweise nicht das, was in die amerikanische Börsenaufsicht angeht. Es ist aber eine Zusammenfassung von 3M selbst und ich will eigentlich auf die letzte Seite gehen. Ich hatte gedacht, ich hätte die schon ausgewählt,
Aber ich kann schnell klicken und dann sehen wir hier jetzt eigentlich den Grund, weshalb es auch nochmal zum Kursabschlag gekommen ist. Und zwar wurden die Erwartungen von 3M selbst etwas zurückgenommen. Das sehen wir dann hier. Der Gewinn pro Aktie laut GAAP bzw. angepasster Earnings per Share Gewinn pro Aktie wurde zurückgenommen. Das sind die aktuellen Werte und das waren die alten Schätzungen. Wenn wir diesen Adjusted uns angucken, dann sind wir jetzt noch bei ungefähr $10 und vorher waren es halt $10,20 pro Aktie bis 10,45. Das hat ausgereicht, um nochmal zu einem guten Kursrückgang zu führen, auch in einem allgemein schwachen Markt. Ist jetzt aber nichts, wo ich sagen würde, dass fundamental jetzt der Wurm drin ist. Ist natürlich schade, wenn beim relativ schwachen bzw. moderaten Wachstum nochmal ein Stückchen wegkommt. Aber Wachstum ist nach wie vor da. Hier sehen wir dann auch nochmal das Wachstum auf Umsatz bezogen, Sales, also 3%, und vorher hat man 3 bis 4% geschätzt und ist also jetzt unschön, aber es ist nicht so, dass es jetzt ein totaler Gamechanger wäre. Also 3M bleibt weiterhin insgesamt eine interessante Aktie für langfristig orientierte Anleger, ist jedenfalls meine Meinung. Dann jetzt zur fundamentalen Bewertung. Das heißt, man kann jetzt ein bisschen runterscrollen und wir haben ja hier insbesondere die Fair Value Berechnungen. Die sind auch alle schön zu machen und sinnvoll für 3M, weil 3M eben doch relativ stabile Entwicklung hat. Das heißt, da gibt es jetzt kein großes Auf und Ab und dass die Company auch mal unterschiedlich bewertet wird mit unterschiedlichen Multiples, weil sie mal ein Wachstumswert ist und dann mal wieder doch ein relativ träges Unternehmen ist. Das hat auch keine schweren Krisen hier durchlitten. Also macht eine Bewertung auf Basis der Vergangenheit tendenziell schon Sinn und hat eine gewisse Aussagekraft. Wir sehen es auch hier, dass die unterschiedlichen Fair Value Berechnungen mehr oder weniger nah dann tatsächlich am jeweiligen Kurs lagen. Wir haben hier 2009 Finanzkrise eine Unterbewertung und die ist dann aber hat sich dann abgebaut und ging dann im Jahr 2013, 2014 in eine Überbewertung über und dann haben wir dann die Überbewertung hat dann ihr absolutes Hoch erreicht vor kurzem, vor wenigen Monaten, Anfang des Jahres glaube ich war das, da hatte die Aktie dann einen Kurs von knapp 260 US-Dollar. Habt ihr auch einen Beitrag zugeschrieben, dass 3M überbewertet ist, unter anderem 3M und noch einige andere Unternehmen. Und also 260 US-Dollar ist jetzt zurückgekommen auf 184 US-Dollar, also knapp 70 US-Dollar weniger. Und da ist natürlich dann die Frage, beziehungsweise wenn man keine Fair Value Berechnung hat, dann denkt man ja jetzt 3M wirklich günstig geworden. Sind sie wirklich günstig? Auf Basis des aktuellen Geschäftsjahres, das ja bald endet, also ein Quartal haben wir noch, sind aber trotzdem noch Schätzungen drin, aber denke ich schon relativ nah am Ist-Zustand, haben wir einen fairen Wert basierend auf Gewinn bzw. operativen Cashflow, irgendwo zwischen 163 und 172 US-Dollar. Der aktuelle Kurs liegt bei 184 US-Dollar, das heißt, der ist immer noch über dem fairen Wert, trotz des Kursrückgangs. Allerdings ist die Bewertung bzw. Überbewertung hat sich ja deutlich, deutlich abgebaut und die Überbewertungen sind noch leicht. Guckt man sich den fairen Wert an, basierend auf der Dividende, haben wir eine Unterbewertung, da wäre die Aktie 210 US-Dollar wert. Wie kommt man drauf? Der 10-Jahres-Durchschnitt der Dividende lag bei 2,59%. Jetzt bekommt man eine Dividendenrendite von 2,95%, bekommt also mehr als historisch im Mittel der letzten 10 Jahre. Entspricht einer Unterbewertung. Man müsste beziehungsweise die Aktie müsste knapp 210 US-Dollar kosten, damit dann man wieder eine historisch mittlere Dividendenrendite hat. Von da aus Unterbewertung. Ich würde aber mehr Wert legen, generell auf den fairen Wert von basierend auf Gewinn bzw. Cashflow, weil die Dividende sich ja daraus speist. Ist aber dennoch interessant, das Ganze zu wissen, vor allem wenn man ein Dividendeninvestor ist. Hier also eine leichte Überbewertung bei 3M. Gucken wir uns mal das nächste Geschäftsjahr an, laut Analysten. Glaskugel also. Und da hätten wir dann einen fairen Wert von 193 bis 201 US-Dollar. Und das wäre dann auch tatsächlich schon die Unterbewertung nach allen drei Methoden.
Also es ist ein typisches Phänomen bei Wachstumswerten. Die werden einfach immer mehr wert und basieren auf dem heutigen Kurs, laufen die dann irgendwann in Unterbewertung rein. Und nur dadurch oder beziehungsweise dadurch kommen ja dann auch die erwarteten Kursgewinne zustande. Das wäre jetzt also erstmal die fundamentale Geschichte. Und dann möchte ich mal noch einen kleinen Ausflug machen, und zwar in die Verschuldung. Denn ich denke, ich habe ja sehr aufmerksame Zuhörer und beziehungsweise Zuschauer. Und es würde dem einen oder anderen bestimmt auffallen, dass die Verschuldung von 3M gestiegen ist seit 2013 von 46,5% auf 72%. Und das ist ja schon ein ganz schöner Zuwachs, kann man sagen. Ist das denn schlimm? Und ich möchte zeigen, woher das kommt. Das ist nämlich so eine typische Falle. Da habe ich ein schönes Excel gemacht, das ich jetzt mal in das Bild schiebe. Und zwar hat es was mit Aktienrückkäufen bzw. Treasury Stocks zu tun. Ich habe einfach von 2,3 bis Stand heute auch mal die Schuldenquote ausgerechnet. Die Schuldenquote, wie berechne ich die? Die ist nichts anderes als alle Schulden geteilt durch Gesamtvermögen. Gesamtvermögen entspricht der Bilanzsumme, also alle Aktiva zum Beispiel. Und wenn man jetzt das durch das teilt, also alle Schulden geteilt durch die Bilanzsumme bzw. das komplette Vermögen des Unternehmens, kommen wir auf 71,6%. Und das ist eben jetzt die Steigerung, die wir hier sehen. Das sind jetzt die letzten Jahre, hier seit 2013 bis aktueller Stand. Sehen wir jetzt die Steigerung von ungefähr 25% Verschuldung. Ja, jetzt sehen wir aber hier Aktienrückkäufe. Was sind Aktienrückkäufe? Da kauft das Unternehmen einfach, also das Unternehmen nimmt einfach Geld in die Hand, was es hat, und kauft eigene Aktien zurück. Warum tut es das? Damit dann die pro Aktie Kennzahlen besser werden, der Gewinn pro Aktie, Dividende pro Aktie, und in der Regel freuen sich dann auch die Aktionäre darüber. Das ist quasi die zweite große Geschichte, die ein Unternehmen Gutes tun kann, den Aktionären Dividenden ausschütten und Aktien zurückkaufen. Ja, aber jetzt gibt es noch einen gewissen Nebeneffekt, den diese Aktienrückkäufe haben. Und zwar kostet es ja Geld, das Unternehmen. Zum einen, das ist die Aktivseite der Bilanz, auf der Passivseite führt es zu weniger Eigenkapital. Also Aktivseite, der Cashbestand geht weg, der nimmt ab. Und zwar hier 27 Milliarden. Auf Passivseite geht die Bilanzsumme auch runter, die sinkt ebenfalls, weil das Equity, also der Gegenwert quasi der übrigen Aktien, niedriger wird. Die Treasury Stocks werden negativ angesetzt, die sind dann vom Eigenkapital abzuziehen. Das heißt, die Bilanzsumme sinkt, die Schulden bleiben aber gleich. Und dadurch erhöhen sich die Schulden anteilig an der gesamten Bilanzsumme. Und dadurch steigt die Schuldenquote. Korrigieren wir jetzt das um diesen Faktor mit diesen Aktienrückkäufen. Das heißt, zählen wir das hier ist ja das Gesamtvermögen, und zählen wir hier die Aktienrückkäufe wieder dazu. Das heißt, wir hätten dann 50, 63, 64 Milliarden Bilanzsumme. Ja? Das plus das. Das Minus denkt mal weg. Und würden das dann ins Verhältnis setzen zu allen Schulden, da hätten wir eine korrigierte Schuldenquote von nur noch 41%. Und auch da hat sich dann die Verschuldung erhöht, aber jetzt nur noch, in Anführungszeichen, nur noch um 9% und eben nicht hier um, wie viel waren es, 25 oder so. Und vor allem liegen wir nicht bei der Schuldenquote von 71 bzw. 72%, sondern sind bei 41%. Und wenn wir ganz mal hier, wenn wir uns das Big Picture anschauen, dann ist es eher eine Seitwärtsbewegung, weil wir hatten sogar schon höhere Schuldenquoten gehabt. 2,3, 2,8 sind auffälligerweise Krisenjahre und jetzt wieder. Also weniger dramatisch, als es den Anschein hat mit dieser Schuldenquote. Dann versuche ich mal wieder zurückzukommen. Das wäre also diese Geschichte. Und wir sehen ja auch, dass hier immer eine schöne Tilgungskraft sogar noch vorhanden ist von 3M. Das heißt nach Abzug von Dividenden. Also hier erstmal keine Sorgen machen, würde ich empfehlen. Dann kommen wir mal zur Charttechnik. Die Charttechnik, das ist was, ich kenne mich, sage ich jetzt mal, basismäßig damit aus, tue es aber selbst vielleicht zu wenig einsetzen. Ist dann interessant, wenn man ja gucken will, was der Markt denn gerade mit der Aktie macht. Ich würde vorschlagen, wir gehen mal in die Tagesansicht rein
Und was wir da sehen, das sind hier die gleitenden Durchschnitte. Und je dicker der Chart, desto länger zurück, beziehungsweise das ist der gleitende Durchschnitt für 21 Tage, für 50 und für 200 Tage. Und da sehen wir natürlich 3M ist überall drunter, da ist der aktuelle Kurs. Ich habe hier mal so einen kleinen Trendkanal eingezeichnet. Das heißt, da geht man einfach hin und verbindet quasi die Enden vom Candlestick. Und dann kann man die hier kopieren und schiebt die dann als Parallele darüber. Dann hat man so einen Trendkanal. Und die Erwartungshaltung ist dann, dass der Kurs sich erstmal, solange der Trend anhält, in diesem Trendkanal ebenfalls hält dieser Kurs, also sich da bewegt. Momentan sehen wir, dass das auch der Fall ist, dass die untere Seite des Trendkanals gerade angestoßen wird. Das heißt, theoretisch könnte jetzt so eine kleine Erholung anstehen. Was auch interessant ist, das ist, was man oft macht, das sind so Widerstandslinien einzeichnen, beziehungsweise Unterstützungslinien. Da der Kurs jetzt unter dieser Linie ist, ist es eine Widerstandslinie. Das heißt, der Kurs könnte dann von unten kommend nach oben, also hier abprallen, von unten kommend. Die zeichnet man ja ein, indem man hier mal guckt, wo der Kurs bereits Kehrtwendung gemacht hat. Das wäre ungefähr hier der Fall, hier irgendwo, ja, hier irgendwo. Gehen wir mal so hin. Ist ja natürlich immer ein bisschen Kreativität gefragt. Prinzipiell geht es ja immer darum, dass man versucht, irgendwelche Sachen einzuzeichnen und zu finden, die andere Leute auch finden, damit diese selbsterfüllende Prophezeiung auch sich bewahrheitet. Das ist ja im Prinzip Charttechnik. Je mehr Leute das sehen, desto relevanter. Also hätten wir hier eine Widerstandslinie gefunden, die vielleicht auch andere Marktteilnehmer sehen. Da habe ich noch so einen Fibonacci-Chart eingezeichnet. Kurz mal, wie macht man das? Das war, wo war das nochmal? Ich glaube hier. Ja, hier. Und zwar geht man, oder der Sinn von diesem Fibonacci-Chart ist rauszufinden, wie, wenn eine Korrekturbewegung kommt, also eine Gegenbewegung gegen den Trend, wie weit wird die gehen? Und dazu, meines Wissens, geht man hin und markiert den obersten Bereich bzw. den Anfang des Trends und guckt dann einfach mal, wie weit er ging, also in dem Fall bis hier. Und dann also spannt man diesen Fibonacci-Chart auf. Und dann gibt es hier unterschiedliche Linien, die dann eben als Widerstände fungieren können. Das hat man offensichtlich empirisch beobachtet, dass andere Leute, dass einfach genug Marktteilnehmer nach sowas gucken. Und dann hätten wir hier quasi potenzielle Widerstandslinien, so wie das auch eine Widerstandslinie ist. Und von Interesse wird es dann, wenn sich unterschiedliche Signale wie diese Widerstandslinie mit diesen kreuzen bzw. nah dran liegen, dann hat man nämlich eine sogenannte Clusterzone. Und dann könnte das jetzt also als sein, hier zwischen 190, 191 US-Dollar hätten wir hier eine relativ starke Widerstandszone. Dann wäre eben eine Wahrscheinlichkeit da, dass es hier wieder abprallt und dann dem Trend fortsetzend wieder weiter nach unten geht und wir ein neues tieferes Tief erreichen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Man sieht hier wenig Unterstützung auf dem Tageschart. Man sieht hier eigentlich nur, dass es nach unten geht. Von da aus jetzt erstmal negatives Bild. Ja, hier habe ich aber schon eine Linie eingezeichnet. Man weiß aber noch nicht, woher die kommt. Findet es aber raus, wenn man auf den Wochenchart geht. Das kann man dann machen, um zu gucken, finden wir überhaupt irgendwo eine Unterstützung? Irgendwo findet man immer eine. Frage ist bloß, wie tief. Und hier hätten wir eine und die liegt bei 182 US-Dollar. Da wäre eine Unterstützung und die ist auch insofern interessant, als dass die 200-Wochen-Linie, da sind wir nämlich jetzt gerade angelangt, die fungiert jetzt als ebenfalls eine Unterstützung. Und das sind jetzt also relativ in der Nähe zwischen 185 ungefähr und 182 liegen diese zwei Unterstützungen, die sind relativ stark, behaupte ich mal, weil sie viele Leute sehen. Und da könnte dann das Spiel jetzt also für den Aktienkurs eine Rolle. Das heißt, hier könnte jetzt dann abprallen und dann müssen wir halt gucken, wo es hingeht. Also wir haben hier einen Widerstand und hier eine Unterstützung. Das heißt eigentlich, relativ bald sollte sich entscheiden, wohin das Ganze geht, charttechnisch gesehen. Also was ist stärker? Ist dieser Widerstand hier stärker oder ist diese Unterstützung stärker? Das ist jetzt, glaube ich, das, was ein Charttechniker daraus lesen würde. Gehen wir mal wieder zurück in den Aktienfinder, also in die Welt des Fundamentalen und fassen jetzt nochmal kurz zusammen.
Wir sehen also 3M ist ein Wachstumswert. Wir sehen aber ist ein Wachstumswert mit relativ schwachem Wachstum. Wir haben gesehen, dass der faire Wert, also dass wir immer noch keine Unterbewertung haben, sondern nach wie vor eine leichte Überbewertung. Vorher eine sehr starke Überbewertung, jetzt haben wir noch eine leichte Überbewertung. Wir sehen aber auch, dass wenn es so kommt, wie Analysten erwarten, wir schon im nächsten Geschäftsjahr dann in eine Unterbewertung reinlaufen. Und insofern oder charttechnisch sehen wir, dass sich relativ bald entscheidet, in welche Richtung es geht. Insofern, man könnte die Aktie zwar jetzt schon kaufen, man kann aber noch abwarten, um zu gucken, wie dann sich das Ganze tatsächlich entwickelt. Wenn es noch weiter runter geht, dann kann man sie noch billiger haben. Wie immer, wenn es höher geht, muss man sie halt teurer kaufen. Ja? Nichts Genaues weiß man nicht. Langfristig sieht es aber ganz erfolgversprechend aus. So, keine Ahnung, ob man jetzt schlauer ist wie zuvor, aber ich hoffe, es war wenigstens nicht langweilig. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen, dann bis bald und alles Gute. Tschüss.